Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken. So, da kommt unser Taxi. Wir fliegen wieder zurück nach Hause. Wo hast du die Artefakte her? Ich sage es dir, nimmermehr. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Na gut, dann müssen wir nochmal die Doofheit überstehen. Aber das kriegen wir schon hin. Während wir jetzt hier in der Zelle sind und immer doofer werden und ich das Spiel ein bisschen leiser mache, weil das Brummen ganz schön auf meine Ohren geht, können wir schon mal den Guide ein bisschen vorauslesen, damit wir wirklich keine Fehler machen. Also wandert durch den Dschungel, bla bla bla, fliegt mit dem Vogel, bla bla bla, nach dem erneuten Freiflug nach San Francisco holt sich Zack auf einer der oberen Eventmethoden seinen Kram zurück. Inzwischen sollte Zack hoffentlich im Lotto gewonnen haben. Geh also in den Laden, um dein Geld abzuholen. Okay, machen wir gleich als erstes jetzt. Dann holen wir uns unseren Lottogewinn. Anschließend flieg über London und Kairo nach Kinshasa. Das ist die super teure Flugreise. Wandere wieder durch den Dschungel, bis du die Hütte des Schaman erreicht hast. Gib ihm dem Golfschläger, um seinen Tanz zu sehen, notiere dir, in welcher Reihenfolge die Eingeborenen in die Knie gehen und wiederhole... Was? Eine Wiederholung kostet Cash. Ach so. Nun schalten wir auf dem Mars. Genau. Und dann machen wir auf dem Mars das ganze Zeug, das wir da gemacht haben. Im Grunde. Kannst du das Radio einschalten und Musik von Razor hören. Allerdings brauchen wir die Kassette noch. Für andere Zwecke, also steck sie ein. Aus dem Handschuhfach nehmen wir die Sicherung und die Cashcard mit. Außerdem den Kassettenrekorder. Gib Lies die Karte. Kauf am Monolithen links eine Münze. Melissa hat mehr Geld. Ja, gut. Auf dem Mars komme ich, glaube ich, dann relativ schnell zurecht. Da schauen wir in dem Guide einfach nur, dass wir in den Labyrinthen sofort zum Ziel kommen, damit wir da nicht lang rumirren. Und dann ist der Mars gleich abgeschlossen. Und dann haben wir den gelben Kristall auch schon. Voll cool. Nur... Ah ja, genau. Ich habe quasi schon was gemacht, was in dem Guide erst später kommt. In Ägypten, das ganze Zeug. Aber cool. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Mars erledigen. Hier noch ein bisschen auf der Erde und dann den Mars. Soweit. Na komm. Jetzt hoffe ich, dass ich echt gewonnen habe. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Zeit vertrödelt. Achso, jetzt müssen wir noch ein bisschen Zeit vertrödeln. Ich meine, zwischen Zahlen aufschreiben und tatsächlich Lotto spielen war ich so lange eingesperrt. Nicht, dass sich die Lottozahlen schon wieder verändert haben. Das wäre wirklich doof. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Naja, was machen? Ich lese mal noch weiter. Ich überfliege kurz noch so Besenwesen. Blablabla, bla bla. Großer Saal, drei massive Türen, Labyrinth gehen. Jetzt schalten wir wieder zu Zack und fliegen nach Mexiko. Ach so, das machen wir schon auch noch. In die Maya-Pyramide. Genau, das meine ich. Anstatt eine Karte zu zeichnen, kann ich halt jetzt vom oberen Eingang aus, gehst du die zweite Tür nach links, dann immer die nächste Tür rechts vor dir. Und dann solltest du bei der Plattform und der Statue ankommen. Und fertig. Ich hoffe, der Weg raus steht dann auch nochmal extra da. Da muss ich dann zurückrechnen, wie ich reingekommen bin. Wahrscheinlich. Ah ja, und dann fliegen wir nach London. Genau, klar. Sehr gut. Und ab dann können wir uns an manche Orte teleportieren. What? Leute, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal fast durchgespielt. Heiligs Kartoffle. Wirklich jetzt. Ich hatte es fast durchgespielt. Dammit. Ah...
Ohne Witz, ohne Witz. Hätten wir die Karte gehabt, hätten wir uns noch ungefähr dreimal irgendwo hin teleportieren müssen, dann auf dem Mars die Tür öffnen und im Grunde wären wir dann fertig gewesen. Ah, jetzt ärgert es mich aber gleich doppelt und dreifach. Come on, wirklich. Das ist schon gemein. Ganz am Anfang, das ist schon gemein. Also das würde man in der modernen Adventure zum Glück so nicht mehr machen. Dass man ganz am Anfang ein Item unwissend irgendwie vernichten oder verlieren kann, das man dann ganz am Schluss braucht. Man spielt quasi das komplette Spiel durch, kann es dann im Grunde nur nicht beenden, weil man am Anfang irgendwas mit irgendwas kombiniert hat, was man nicht hätte machen sollen. Das würde man heute als schlechtes Game Design tadeln. Oh mein Gott, hätte ich gern meinen Öffnen-Befehl. Das gibt's doch nicht. Öffnen, 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 öffnen. Mein Gott, oder? Dass jetzt tatsächlich Microsoft Bethesda gekauft hat, ne? Das ist schon. Das hat die Videospiellandschaft, die Videospielbranche schon ganz schön erschüttert. Ja, Glückwunsch! 10.000 Dollar. 75 Milliarden Dollar sind da geflossen. Eine unglaubliche, unvorstellbare Summe. Und jetzt gehört Microsoft alles. Alles. Also Cinemax haben die. Cinemax haben die gekauft. Denen gehört jetzt alles, was irgendwie Cinemax, was irgendwie Bethesda war. Alle Studios, alle Angestellten, alles haben die übernommen. Alle Lizenzen natürlich auch. Das heißt, wir dürfen uns höchstwahrscheinlich auf ein The Elder Scrolls exklusiv für PC und Xbox Series freuen. Also die wären schön doof, wenn die das tatsächlich noch auf die PS4 bringen würden. Aber netterweise bleiben tatsächlich alle Spiele, die bereits für die PS4 angekündigt wurden, offiziell auf der PS4. Ghost of, nee, nicht Tokyo Mirage oder wie heißt Tokyo Ghost Hunter? Ach egal, dieses Shinji Mikami-Spiel mit dem Magier First-Person-Magie-Shooter-Spiel bleibt tatsächlich noch PS5 exklusiv. Weil Phil Spencer hat gesagt, nee, so, ne, Versprechen, die gegeben wurden, werden weiterhin eingehalten, auch wenn wir die jetzt gekauft haben. Aber in Zukunft wird sich das verändern mit den Exklusiv-Release für andere Konsolen. Ja. Ich meine, da bestehen ja auch Verträge mit Sony natürlich mit diesen Spielen. Ich meine, gut, okay. Wie viel kann das kosten, so einen Vertrag zu brechen? Also im Verhältnis zu 75 Milliarden ist das wahrscheinlich ein Taschengeld, was Microsoft dann Strafe zahlen müsste, wenn die jetzt irgendwelche Verträge zwischen Bethesda und Sony brechen würden. Aber gut, ist ja auch ein Image, ist ja auch eine Imagefrage. Wenn man jetzt plötzlich Spielern quasi ihr Spiel wegnimmt. Wenn man jetzt quasi sagt, nee, das Spiel kommt jetzt doch für die Xbox und nicht die PS4, dann kommen die PS4-Spieler und sagen, empört! Und so sagt man halt, nee, wir sind die Nice Guys, wir machen sowas nicht. Und alle sagen, yeah, voll nice. Das ist schon eine bessere Idee. Also, jetzt muss ich nochmal nach oben scrollen. Wir haben jetzt gewonnen. Jetzt fliegen wir über London und Kairo nach Kinshasa. Achso, ich vergesse es immer, dass ich da noch auf den Ausgang klicken muss. Ich denke mir immer so, ja, Ticket gekauft, los geht's. Aber da fehlt noch was. Einsteigen. So, benutzen. Kairo. Dass man auch so, ne, das ist auch so weird, dass man so durch die Welt fliegen muss, um überhaupt andere Orte zu finden. Dass man nicht von überall hin kann. Also ich meine, ich könnte doch trotzdem von überall aus meinen Flug buchen, auch wenn ich irgendwo zwischenlanden muss, sollte man meinen. Naja. So. Dann gehen wir jetzt ins Dorf. Habe ich noch meinen Kugelschreiber hier? Yep. Da ist er. Sehr gut. Das muss ich mir jetzt gleich notieren. Wo ist mein Schmierzettel?
Maps muss ich mir diesmal nicht zeichnen. Wahrscheinlich würden meine alten Maps sogar noch funktionieren, wenn die nicht zufällig generiert werden, die Tempel. Und das glaube ich nicht. Geht ja auch gar nicht. Sonst könnte mir der Guide nicht den richtigen Weg sagen. Sonst könnte mich der Guide nicht guiden. Sondern würde sagen, hey, die sind zufällig generiert. Muss ich mal gucken. Wissen wir jetzt auch nicht. Boah. Na, bitte. Die Tür ist schon offen. Ach so. Okay, den kennen wir jetzt schon. Gib Golfschläger zu Schamane. Golfschläger. Geil. Finde ich gut. Komm, lass uns mal ordentlich tanzen zur Feier des Tages. So, ich bin bereit. Schreibstöpsel ist aktiviert. Pass genau auf. Er öffnet die Tür zum Kopf. Okay. Oben, oben, unten, unten, links, rechts, B, A, Start. Also, zweimal um die kalte Feuerstelle. Einmal müssen zwei der Tänzer durcheinander durchdiffundieren. Dann wird das Feuer angezündet. Dann haben wir eins, zwei, 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 drei. Eins, zwei, 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 drei. Gutes Passwort. Vergiss nicht, was du gesehen hast. Nächstes Mal kostet es dich was. Genau. Und jetzt noch der dezente Hinweis. Bring den gelben Kristall mit. Eins, zwei, 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 drei. Das wird jetzt auch mein Passwort für alles. Nur, dass du es wisst. Dim, 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 dim. Eins, zwei, 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 drei. So eine 0190er Werbungsnummer. Ist auch so eine 0190. Eins, zwei, 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 drei. Das wäre dann eins, viermal die zwei, ein, drei oder so. Ach, Mann. So war das, wenn man früher Wrestling geguckt hat. Kamen immer die Werbungen. Und? Wenn so lange Star Trek-Nächte oder lange Irgendwas-Nächte waren. Man sollte meinen, bei so langen Irgendwas-Nächten, die sind ja irgendwie doch ein bisschen Event, könnte man richtige Werbung schalten. Aber scheinbar nicht. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Erinnerung durch den Dschungel scheint komplett zufällig zu sein. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla. Ach so, warte mal. Bitte das Schaman. Okay, nun schalten wir auf den Mars zu Melissa. Bam. Na. Endlich. Holy Macaroni. Der Landeplatz auf dem Mars. Ein Landeplatz voller Missverständnisse. Wäre schon cool, oder? Wäre schon cool, wenn das Gesicht auf dem Mars oder ähnliche Phänomene nicht nur darauf zurückzuführen wäre, dass unser Hirn richtig, richtig gut drin ist, Gesichter zu erkennen, auch da, wo keine sind. Wäre schon cool, wenn da echt irgendwie Spuren von Zivilisation wären. Wäre cool, wenn da Spuren von Leben wären. Irgendwelche. Ich fände ja schon geil, wenn wir wirklich irgendwo im ewigen Eis gefrorene, kleine,
Bakterien-Einzeller finden. Und was ich dann richtig cool fände, ist, wenn sich rausstellt, dass die komplett nichts mit unserer Evolution zu tun haben. Weil ich meine, wenn man irgendwie in den gemeinsamen Ursprung feststellen könnte, wäre das auch nett. Aber im Endeffekt wird das dann nur wieder heißen, dass es doch wieder nur eine Quelle für Leben irgendwo gab und das ist halt so ein bisschen rumgeflogen und ist dann überall in unserem Sonnensystem ein bisschen gelandet und naja, passt schon, aber okay. Viel aufregender wäre es, wenn hier der eindeutige, endgültige, endlich der Beweis wäre, die Sicherheit, dass mehr da draußen ist als nur wir kleinen Schlammäffchen. Andere kleine Schlammäffchen. Und Echsen und Insektoiden und Dinge, für die uns Begriffe fehlen, weil sie so ganz anders sind als alles. Wo ist denn die Kassette? Ah ja. Na, das wäre schon verdammt cool, finde ich. So, jetzt pass auf. Liesel. Gib. Cashcard. Liesel. Bitteschön. Wir gehen jetzt nochmal hier in die Hausmeisterkammer. Nochmal, ja, doch. Schon so. Leider. Und jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, was wir hier machen müssen, deswegen mache ich mal alles. Benutze Knöpfle. Knöpf. Ah, ja. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Brauchen wir nicht eine Münze, um den Dingsy wieder aufzustumpsen, oder? Benutze Cashcard in Monolith. Bling, eine Münze. Eine Münze. Danke. Sehr gut. Ich muss mal kurz mein Mikrofon ein bisschen anders hinstellen, ne? Okay. So. Rein in die gute Stube. Benutze Münze hier. Ich meine, intelligente Spezies wäre natürlich super aufregend. Also ich meine damit so menschenähnlich intelligent. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Aber ob ich das noch erleben werde, ich weiß es nicht. Ich finde das Argument von... Ach ja, stimmt, warte mal, da fehlt die Sicherung. Was ist irgendwie... Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das mit der Sicherung ist. Sonst kriege ich hier die Tür nicht auf, ne? Ich finde das Argument von Leuten, die glauben, dass irgendwie Alien schon lange hier sind, aber verschleiert werden, dass das geheim gehalten wird, weil das wird Massenpaniken und was weiß ich was auslösen, irgendwie seltsam, weil ich denke mir so, wirklich? Würde das bei irgendjemandem eine Massenpanik bei einer einzelnen Person eine Massenpanik auslösen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch eher, dass man sagt so, ach was, nice. Und dann macht man mit seinem Leben weiter. Das ist wie das gleiche Argument bei Anhängern der flachen Erde-Theorie und so Sachen. Wo ich mir auch immer denke, ja, wenn das rauskommen würde, das wird alles verändern. Und ich denke mir so, wirklich? Ich glaube, die meisten Leute würden sagen so, ha, schau dir das nicht an. Wer hätte das gedacht? Jetzt ist diese Erde wirklich flach. Crazy. Oder, oder ähnliches. Und dann hat sich das Thema erledigt. Ach so, warte, ich habe ja eh eine Sicherung, ne? Und dann wird ganz normal weitergemacht. Weil, who cares eigentlich? Ich meine, es wäre natürlich schon crazy, ne? Natürlich, ist eh ganz klar. Total verrückt. Aber letztendlich, was ändert es denn? Nix. Nimm Klebeband. Öffne Schrank. Öffne Schrank. Nimm
Klassentampe. Nimm. Aber warte mal, erstmal ziehe an Bettdecke. Das klappt nicht. Nimm ab Bettdecke. Benutze Bettdecke. Nimm Bettdecke. Öffne Bettdecke. Ach so, ich bin gerade in einem Dialog. Na, dann riskier mal einen Blick. Okay, das Besenwesen. Nimm. Nimm Besenwesen. Auf keinen Fall berühre ich einen Alien. Was? Ist deswegen, müssen wir da Leslie holen? Ist Leslie die Frau, die für die Besenwesen zuständig ist? Erstickt das Besenwesen hier nicht eigentlich? Braucht das Besenwesen keinen Sauerstoff? Ich habe vorher die Tür aufgemacht und alles rausgesaugt. Sorry. Nein. Nimm Besenwesen. Tatsächlich, ihr ist es egal. Sie ist cool. Ich mag die Liesel viel lieber. Die ist cool. Benutze Besenwesen hier. Ich habe gesagt, benutze Besenwesen hier. Oh. Oh. Da. Solarzellen freigelegt. So, meine Damen, meine Herren. Pause. Morgen geht's dann weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.